Hallo, Matthias ist hier. Heute könnt ihr mich begleiten auf einen Fotowalk in die Dächenhöhle nach Iserlohn. Die Tropfsteinhöhle ist im Winter für Fotografen freitags geöffnet. Die Dächenhöhle befindet sich in Iserlohn. Iserlohn gehört zum Sauerland. Von Kreuzel aus geht es dorthin. Ich weiß noch nicht, was uns erwartet. Ich bin gespannt. Es sind doch ein paar Leute hier. Ein weiteres Highlight, was die Dächenhöhle präsentiert, ist eine Dokumentation zur weltweiten Höhlenkunde und bedeutende Funde. Wie zum Beispiel ein Skelett eines Höhlenbärenbabys und der Schädel eines Waldnashorn. Diese Funde stammen aus den Lehmablagerungen des Höhlenbodens. Dann wurde es auch Zeit, dass die Führung endlich beginnt. Vielleicht noch nie drin gewesen. Die Höhle ist ungefähr 400 Meter lang. Hey, hey, hey. Die 1868 entdeckte Höhle wurde von Künstler Wolfgang Flangermasbach in eine magische Farbenwelt verwandelt. LED-Lichter, Lasershows und akustische Knalle prägen den Besuch. Für uns Fotografen war es ein wahrlich farbenfroher Moment. Die Fotogruppe konnte sich frei in der Höhle bewegen und konnte jeder sein Plätzchen finden, um ungestört Fotos zu machen. Hier habe ich das Foto mal in Schwarz-Weiß entwickelt und dann mal in Farbe. Die vor mir liegende Pfütze und den Fels versuche ich zusammen abzulichten, so dass ich einen guten Effekt habe durch die Spiegelung. Und einmal mit ein bisschen mehr Abstand im Querformat. Also ich wechsle das Motiv wahrscheinlich nicht, wo man mit Zeit das machen könnte. Wenn man hier so Bergformationen anklicken kann. So. Heißen die von unten nach oben Stalaktiten oder Mieten? Von unten nach oben Stalaktiten. Von oben nach unten Stalaktiten. Gut. So, jetzt wissen wir das auch, dass die Stalaktiten von oben wachsen, während die anderen Mieten aus der Kellerwohnung kommen. Dann versuche ich, eine Stalaktite ganz nah aufzunehmen. An dieser Stalaktite hängt ein Tropfen. Und ich warte so lange, bis der Tropfen fällt. Und ich hoffe, dass ich den Tropfen während dem Fallen aufnehmen kann. Abstand. Ein bisschen nach oben. Und geschafft. Ist die Batterie Schluss? Da muss ich mal gucken. Sämtliche Batterien zu wechseln. Hier geht's mächtig hoch. So, jetzt geht's wieder die Treppe runter. Ich habe jetzt gerade mal die Batterien gewechselt von allem, sowohl von der GoPro als auch von der Kamera. Ah, hier haben wir nette Schnüre. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera sieht, also auf der GoPro. Oh, dann machen wir gleich mal eine
Schnelles Foto hier einfach. Das ist nichts. Nichts Wildes hier. Aber oh Gott, man nimmt alles mit, was man kriegt. Ne? Eine Sekunde, zwei, drei, vier. Jetzt sogar 10 gewartet. Auch nicht mehr. So. Alles gut. Der Fotowalk neigt sich hier zum Ende. Ich habe rund 107 Fotos gemacht und einen Teil davon könnt ihr am Ende des Videos im Abspann sehen. So, der Fotoabend an der Dechenhöhle ist vorbei und ich habe jetzt etwa 117 Fotos gemacht aus verschiedenen Perspektiven, allerdings nur mit einem einzigen Objektiv. Mir war das wechselnde Objektiv zu mühsam und ich glaube, mit so einem starken Weitwinkel hätte man gar nicht viel mehr drauf gekriegt. Ich bin mal gespannt, die Bilder sehen relativ farbig aus und ob das irgendwie natürlich oder unnatürlich wird, muss man zeigen auf dem Computer. Ja, aber es lohnt sich, wenn man hier in der Dechenhöhle ein paar Fotos in einer Tropfsteinhöhle machen will. Die Zeit ist ausreichend und ja, ist eine gute Veranstaltung.